Ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, aber ich bin leidenschaftlicher Geograf und habe ein extrem fundiertes Wissen in Sachen Länderkunde und habe mir überlegt, im Rahmen von Life Life ein neues Format zu etablieren, in dem ich ein bisschen Länderkunde betreibe. In der ersten Folge geht es heute um die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Live Live. Und anhand dieser deutschen Karte werden wir die 16 Bundesländer kurz abbilden und erklären. Ganz oben im Norden ist Schleswig-Holstein mit der Hauptstadt Kiel. Größte Stadt von Schleswig-Holstein ist Lübeck. Schleswig-Holstein bedeckt eine Fläche von ungefähr 15.100 Quadratkilometer. Und hat 2,8 Millionen Einwohner. Unmittelbar an Schleswig-Holstein grenzt Hamburg an, einer von drei Stadtstaaten in Deutschland, also jenen Bundesländern, die nur aus Städten bestehen. Hamburg hat ungefähr 1,8 Millionen Einwohner und eine Fläche von 755 Quadratkilometern. Und ist damit das zweitkleinste Bundesland in Deutschland insgesamt und flächenmäßig die zweitgrößte Stadt. Eine richtige Hauptstadt hat Hamburg genauso wie die anderen Stadtstaaten nicht, weil es ja quasi nur aus einer Stadt besteht. Nordwestlich von Hamburg grenzt Niedersachsen an. Niedersachsen ist mit einer Fläche von ungefähr 45.000 Quadratkilometern das zweitgrößte Bundesland in der Bundesrepublik. Hauptstadt ist Hannover, das auch gleichzeitig die größte Stadt ist. Niedersachsen hat ungefähr 7 Millionen Einwohner. Mitten in Niedersachsen liegt auch der Stadtstaat Bremen, der mit 600.000 Einwohnern das Bundesland mit der niedrigsten Bevölkerungszahl insgesamt ist und mit einer Fläche von knapp 450 Quadratkilometern auch das insgesamt kleinste Bundesland aller Bundesländer in Deutschland ist. Nordöstlich von Niedersachsen oder beziehungsweise Schleswig-Holstein liegt Mecklenburg-Vorpommern, eines der Bundesländer, die bis 1990 zur DDR gehört haben. Hauptstadt ist Schwerin, größte Stadt ist allerdings Rostock. Mecklenburg-Vorpommern hat nur 1 Million Einwohner, aber 23.000 Quadratkilometer. Es ist zwar nur der Flächenstaat mit der zweitniedrigsten Einwohnerzahl, aber mit der insgesamt niedrigsten Bevölkerungsdichte. Südlich von Mecklenburg-Vorpommern liegt Brandenburg, das komplett die Bundeshauptstadt Berlin, die ebenfalls eine Stadtstadt ist, umschließt. Brandenburg hat ungefähr 29.000 Quadratkilometer. Hauptstadt von Brandenburg ist Potsdam, das gleichzeitig auch die größte Stadt ist. Insgesamt wohnen in Brandenburg nur 3 Millionen Einwohner, von denen sich fast 70% allein um die Bundeshauptstadt Berlin konzentrieren. Berlin hat 3,6 Millionen Einwohner, sondern der am schnellsten wachsenden Städte in Deutschland, nicht zuletzt, weil es Verwaltungszentrum ist. Und die Fläche von Berlin ist 891 Quadratkilometer und damit ist Berlin die mit Abstand größte Stadt in Deutschland. Gehen wir mal auf der westlichen Seite weiter. Im Westen grenzt Nordrhein-Westfalen an Niedersachsen. Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen ist Düsseldorf. Größte Stadt ist allerdings Köln. Und da gibt es noch einige Städte zwischen Köln und Düsseldorf, die ebenfalls größer sind. Nordrhein-Westfalen hat ungefähr 35.000 Quadratkilometer und mit 18 Millionen Einwohnern die mit Abstand größte Bevölkerungszahl und die größte Bevölkerungsdichte aller Bundesländer in Deutschland. Allein im Ruhrgebiet wohnen knapp 10 Millionen Menschen. Das ist der größte Ballungsraum in Europa, der aus mehreren Städten besteht. Dann in der Mitte von Deutschland liegt Hessen. Größte Stadt Hessens ist Frankfurt am Main mit 770.000 Einwohnern
Und damit ist Frankfurt nach Hamburg, Berlin, München und Köln die größte Stadt in Deutschland. Und Frankfurt ist die größte Stadt in Deutschland, die nicht 1 Million Einwohner hat. Fragt sich nur, wie lange das noch so bleibt. Hauptstadt von Hessen ist Wiesbaden. Hessen hat ungefähr 21.000 Quadratkilometer und 6 Millionen Einwohner. Unmittelbar in Hessen und ebenfalls in der Mitte von Deutschland liegt Thüringen. Der Mittelpunkt von Deutschland befindet sich übrigens in Thüringen. Hauptstadt von Thüringen ist Erfurt, das gleichzeitig auch die größte Stadt von Thüringen ist. Thüringen hat ungefähr 16.000 Quadratkilometer und 2,1 Millionen Einwohner. Östlich an Thüringen grenzt Sachsen an. Hauptstadt von Sachsen ist Dresden. Größte Stadt in Sachsen ist Leipzig. Aber Dresden und Leipzig sind ungefähr gleich groß. Sachsen hat ebenfalls 6 Millionen Einwohner und eine Fläche von knapp über 18.000 Quadratkilometern. Oberhalb von Sachsen liegt auch noch Sachsen-Anhalt. Hauptstadt ist Magdeburg. Größte Stadt ist allerdings Halle an der Saale. Sachsen-Anhalt hat 20.000 Quadratkilometer und ca. 2,2 Millionen Einwohner. Südlich von Hessen liegt Rheinland-Pfalz. Die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz ist Mainz, das auch gleichzeitig die größte Stadt des Bundeslandes ist. Rheinland-Pfalz hat ungefähr 4 Millionen Einwohner und eine Fläche von ebenfalls ungefähr 20.000 Quadratkilometern. Komplett von Rheinland-Pfalz umgeben ist das Saarland, das im Süden sogar an Frankreich grenzt. Das Saarland ist das kleinste Flächenbundesland in Deutschland mit einer Fläche von knapp 2.700 Quadratkilometern und das Bundesland mit der niedrigsten Einwohnerzahl von knapp 1 Million Einwohner. Größte Stadt des Saarlandes und gleichzeitig auch die Hauptstadt des Saarlandes ist Saarbrücken. Im Süden gibt es noch zwei Bundesländer, die fehlen, und zwar Baden-Württemberg und Bayern. Baden-Württemberg hat ungefähr 35.000 Quadratkilometer und 10 Millionen Einwohner. Die größte Stadt in Baden-Württemberg ist auch gleichzeitig dessen Hauptstadt, und zwar Stuttgart. Stuttgart ist nach Frankfurt übrigens die fünftgrößte Stadt in Deutschland. Übrig bleibt noch Bayern. Bayern hat 12 Millionen Einwohner und ist mit 70.000 Quadratkilometern das flächenmäßig größte Bundesland, und zwar mit Abstand. Hauptstadt ist München, das mit seinen 1 Million Einwohnern auch gleichzeitig die drittgrößte Stadt in Deutschland und die größte Stadt Bayerns ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video und auch dieses Format gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Folgen von Geografie bei LifeLife verpassen wollt, dann abonniert doch am besten diesen Kanal und drückt unten auf die Glocke, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!